Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Dienstag. Schauen wir uns ein Video von Dave an, endlich wieder. Und ich warte tatsächlich seit 14 Uhr. Wir haben jetzt 15.40 Uhr. Der gute Dave hat das Video ein bisschen rausgezögert. Und zwar ist das Video so frisch, dass es hier noch nicht angezeigt wird. Deswegen müssen wir auf seinen Kanal gehen. Wir sehen hier so entstehen Iced Out Uhren Justins Cartier Santos. Ja, ich habe mir eine neue Iced Out Uhr geholt. Eine Cartier Santos. So sieht die aus. Und wir gucken jetzt mal, wie das Ganze entsteht. Der gute Dave hat das begleitet und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin auch im Video vertreten, by the way. Let's go. Automatikuhren. Für viele Menschen der Inbegriff von Handwerkskunst auf höchstem Niveau. Gänsehaut auch kurz. Ein rein mechanisch funktionierendes System, das keine Batterien oder Elektrik braucht, um über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte unglaublich... Der war, by the way, bei GG & Co. ...nicht präzise zu funktionieren. Mit dem immer größer werdenden Hype um solche Luxusuhren und speziell diamantbesetzte Luxusuhren kamen mir immer mehr Fragen. Wie entstehen Diamanten? Wo kauft man diese und welche Schritte sind erforderlich, um eine scheinbar fertige Uhr mit Diamanten zu besetzen? Krass, krass gemacht. Einer hat Hollywood-Produktion aufgekauft. Spaß mit diesem Blick hinter die Kulissen von Iced Out Luxusuhren. Ja, wichtig. Man sieht's wieder. Die Reise beginnt für mich und die Uhr, in diesem Falle eine Cartier Santos von Justin, in Köln. Ziel der Reise soll Zürich sein, wo ich mich mit GG & Co. und deren Partnern treffe. Die Schweiz gilt wie allgemein bekannt als absolutes Uhrenmecker, Marken... Wichtig auch. Uhrenmecker, ja. ...wie Rolex, Audemars Piguet oder Patek Philippe kommen aus der Schweiz und produzieren dort auch nach wie vor. Ja. Als erstes spreche ich mit... Schön, sieht wirklich schön aus. Ich war noch nie in der Schweiz, ich bin einmal durchgefahren. Vielleicht ändert sich das ja die Tage sogar. Einem sehr erfahrenen Diamantenhändler, welcher GG & Co. und einschlägige Schweizer Uhrenmanufakturen beliefert. Mein Name ist Markus Selmer. Ich bin in einem Diamanthandelsunternehmen in der Schweiz tätig, arbeite sehr, sehr viel für die Schweizer Uhrenindustrie. Also wenn das der ist, der ich denke, dann ist der tatsächlich auch Uhrenbelieferer für, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen darf, ich glaube, man darf damit nicht werben, aber ihr habt eben ein paar Uhrenmarken gesehen, es könnte theoretisch... Weiß ja nicht, Überschneidung geben. Industrie und meine Aufgaben sind da eigentlich. Also das sind jetzt nicht irgendwelche, also ich sag mal so, GG & Co. hat mir erklärt, 80 oder 90% der Diamanten haben weltweit haben einen indischen Schliff und 10 oder 20% haben einen Schweizer Schliff. Vielleicht, das werden die sicherlich auch hier erklären, komm. Ich Diamanten zu organisieren, die Uhrenindustrie verwenden kann. Auf der einen Seite rundes Material, ganz normale Brillanten und auf der anderen Seite jegliche Fantasiesachen wie Trapez, Diamant, Carré, Baguettes, Eis, Oval und alles, was da dazugehört. Ganz grob, was bedeutet VVS? Was bedeutet VS oder wie? Was bedeutet Eis? Wie werden Reinheiten angegeben und was bedeutet das Ganze eigentlich? Ganz grob, richtig, ist eine kurze Abhandlung. Very, very slightly. Man hat ja irgendwann mal eine Lösung gesucht, um die Diamanten preislich zu graduieren und eine Einstellung zu finden. Irgendwie muss man ja auch verschieden Geld damit verdienen. Und hat dann aufgrund der Reinheit das in die Wege geleitet. Da gibt es alles nur englische Begriffe. Das heißt, das fängt dann an bei IF, geht über VVS, VS etc. geht das runter. Was sind diese Begriffe, das heißt zum Beispiel very small inclusions für small, nicht slightly, genau. Also man kann beides sagen, es gibt beides, aber weiter verbreitet ist small. Alles, das ist, was man mit einer Zehnfachlupe, Diamanten werden heute noch... Aufpassen Leute, ne? Bevor ihr hier eure Diamanten kauft. Hört diesem Mann zu. Graduiert und auch preislich fixiert mit einer Zehnfachlupe oder im besseren Fall mit einem Mikroskop, aber auch in der Zehnfacheinstellung. Und alles, was man da, man sagt, dass ein geübter Diamantprüfer sieht, wird zertifiziert und gibt es Vorgaben, wenn so viele Einschlüsse sind oder die und die spezielle Art. Heißt, wenn du dir einen Diamant unter die Lupe nimmst und er hat, keine Ahnung, ein, zwei Einschlüsse oder so, dann ist es auf jeden Fall... Also mit zehnfacher Lupe zu sehen, dann könnte das ein VS sein oder VVS. Also das, da gibt es halt so Tabellen für, ne? Dann fällt es mehr in VS oder in SC oder es fällt eben viel, viel mehr in VVS. IF ist eigentlich die beste Variante, die es gibt. Das ist dann komplett ohne Einschlüsse, ohne Beschädigungen, ohne Luftblasen, ja. Ohne irgendetwas, was noch gibt. Also die hier ist VVS und IF. Kein Captain Man Rap. Wäre flawless,
kennt man aber beim Kleinbrillantbereich gar nicht. Das ist dann auch von der Machart, vom Schliff, von den Proportionen alles absolutes Top-Material. Ja, top. Also natürlich hätte ich mir jetzt auch SI-Steine hier reinkloppen können und das wäre um ein wesentliches günstiger gewesen. Und man hätte es von, also ihr hättet es sowieso jetzt von der Kamera aus nicht gesehen. Aber es ist halt einfach so eine Sache fürs Gewissen. Und deswegen, also man kann es jetzt nicht nachprüfen. Es könnten jetzt auch SI-Steine sein. Ich könnte euch jetzt hier auch geprankt haben. Aber ich glaube, die werden es hier gleich hoffentlich mal zeigen. Was natürlich nicht außer Acht gelassen werden darf, ist das ganze Thema der Farbe. Ja. Das klingt für einen... Ja. Viele Amis benutzen nämlich zum Beispiel nicht Farbe F bis G, sondern G bis J oder so. Keine Ahnung, die Diamanten sind dann viel verfärbter und nicht so weiß. Das sieht man jetzt zum Beispiel, wenn jemand seine Kette postet, nicht unbedingt. Aber wenn du dann was mit einer guten Farbe, wie zum Beispiel hier, ich glaube, das ist F, nur Farbe F oder F bis G oder nee, besser. Also G nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn du das daneben hältst, dann sieht man, dass das viel, viel weißer ist als die schlechteren Farben. Außenstehenden immer ein bisschen speziell, das sind weiße Diamanten, was spricht der bitte schön von Farbe? Es geht darum, dass der Diamant, das was wir im Schmuckbereich, im Uhrenbereich verkaufen, in einer Gelb- im Schmuck- Linie eigentlich sich aufbaut und je weißer, je weniger Gelbanteil der Stein hat, umso besser ist er. Das Beste, was man kennt, ist D wie Dora und GIA, das ist das GIA Certified Logical Institute of America als weltweit. 21 Savage rappt ja auch Earrings cost a quarter, also 250k, certified by GIA. Mhm. Nach wie vor das also das hat dieses Institut, was Diamanten, das kannst du jetzt nicht bei so kleinen Diamanten machen, aber wenn du schon so ein bisschen mehr Big Rocks hast, kannst du die da hinschicken und dann geben die dir ein Zertifikat dafür. Kostet natürlich dann nochmal mehr, aber dann hast du es auch schwarz auf weiß. Es geht dann runter, E ist ein bisschen schlechter, F, G, H etc. Wir hier in Europa, vorwiegend auch in der Schweiz, wir verarbeiten eigentlich im Normalfall nie schlechter als H. A, B, C, D, E, F, G, F bis G. Achso, zwischen F und G geht gar nichts. Dann ist es besser als F sogar noch. Aber das ist so europäische Norm. H wird dann schon schlecht. I, J gibt es manchmal in Produktion ein bisschen mehr Richtung Asien und so. Das hat einen ganz, 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 ganz feinen Gelbton, den man nur sieht, wenn man sogenannte Referenzsteine hat. Krass, das habe ich auch richtig gesagt. Wenn du weiße daneben hältst, dann siehst du es erst. Und dann daneben die anderen hinlegt, um zu sehen, okay. Ey, habe ich schon ein bisschen was gelernt, oder? In den paar Jahren jetzt hier. Ja, schon ein bisschen gelber oder ein bisschen weniger. Zum Beispiel USA arbeitet sehr gerne auch mit I, J und K Steinen. Ja, nicht nur Asien, sondern auch USA. Deswegen sind auch zum Beispiel, wenn du dir bei Ami-Juwelieren irgendwas holst, die Sachen viel, viel günstiger, als wenn du jetzt, keine Ahnung, was in der Schweiz anfertigen lässt oder so. Dafür hast du halt da die maximale Qualität. Das ist mir persönlich immer wichtig. Die haben so ein ganz, das schon ein bisschen sichtbaren Gelb-Touch, wo dann die Amerikaner das auch ein bisschen propagieren im Sinne, it looks like a candlelight. Also es hat noch so ein bisschen Emotion und ist hübsch. Naja, man kann sich ja schönreden. Und so ist natürlich auch preislich ein Unterschied. Das heißt, die Top-Klassen D und E, die sind im absoluten Luxussegment zu Hause. E, F und G ist eigentlich das, was der Juwelier bei uns in der Regel verarbeitet. Und dann H und weiter unten sind die preiswerteren Sachen bei weitem nicht schlecht. Möchte das Ganze. Also so ein VVS-Diamant in einer schlechteren Farbe ist immer noch mehr wert als jetzt ein SI-Diamant oder so. Oder ein Zirkonia. Ja, sagen, aber einfach farblich ein bisschen an. No joke, übelst interessant. Ich kann verstehen, wenn das jetzt hier nicht jeder feiert. Einfach weil es so ein bisschen Diamantenkunde ist. Aber wir kommen ja auch gleich noch zu... Oh, gleich sind wir noch bei Gigi & Co. und sehen hier, wie die in die Uhr reinbohren. Ja, da bin ich mal gespannt. Sobald man sich dann für Diamanten in der gewünschten Reinheit und Farbe entschieden hat, geht es für die Uhr und die Steine zum Besatz. Dave hier ein bisschen... bisschen deprimiert klingt der hier. Ich hoffe, es ist alles gut bei dem. Ich will hier noch ganz kurz darauf hinweisen, dass alle Interviews und extra Content in voller Länge für Kanalmitglieder zur Verfügung steht. Außerdem hat das Video extrem viel Geld gekostet. Wenn ihr mich also unterstützen wollt. Ihmchen hier, ne? Könnt ihr mal machen, Dave. Und Lust auf extra Content habt, dann schließt gerne eine Kanalmitgliedschaft ab. Hi, my name is Arben Ismani and I'm a stone setter and I work for Gigi & Co. as the setter. Ah, der ist Stone Setter, also der Board,
Bohrt der auch oder setzt er die wirklich nur ein? Boah, nice. Nice zu sehen, wo das jetzt herkommt. Very delicate work, where we deal with all kinds of stones, where we have a lot of pressure at our work. But especially. Die Sache ist zum Beispiel auch, in den USA, da gibt es auch Juweliere, die können so günstige Preise machen, dadurch, dass die halt zum Beispiel, die gießen das Piece ja erstmal so in so eine Form rein, wo das Gold halt reingegossen wird. So. Und danach werden in der Schweiz, werden da Löcher reingebohrt, die Steine reingesetzt und dann gefasst sozusagen, dass die so festgehalten werden. In den USA gibt es auch welche, die ursprünglich, das wird erstmal mit so Knete, mit so Wachs oder so geformt, wo dann das Gold reingegossen wird. Und dieses Wachs, da bohren die schon so kleine Löcher rein und gießen dann das Gold da rein. Das geht viel schneller, ist demnach halt auch preiswerter, aber ist halt viel ungenauer. The one we work, the watches, the stainless steel watches, they tend to be a little bit harder for work, as we know. Ja, also das hier ist ja jetzt kein Weißgold, sondern Stahl. Und das ist halt härter, deswegen hatte er hier, also ihmchen, ich hoffe, es war nicht so schlimm, großer, hatte er ein bisschen mehr Arbeit. You know, the stainless steel is quite hard. Usually the watchmaker does his job. The watch comes to me in parts. Ja, stimmt, die haben die erstmal auseinandergenommen. The case has to be completely disassembled with the straps. All I need, you know. That's by the way by GG & Co, ne? Im Laden, also nicht im Laden, im Office. Every single piece of the watch I need it on his own. Ernst, Respekt, was die sich aufgebaut haben. No joke. I don't want any glass next to it. I don't want any machine. The mechanism of the watch. Mm-hmm. All I... Also ihn juckt das Uhrwerk nicht, ihn juckt das Glas nicht, das Ziffernblatt nicht. Er will einfach nur Stahl haben, um da ordentlich mal reinzubohren. I need just the parts where I have to set the diamonds. For the time being, we're working at the Santos, where our preference of our customer is to be the diamonds to be set in the honeycomb style. Ja, wichtig. Also, viele werden es wahrscheinlich schon kennen, viele nicht. Mir war wichtig, dass es ein honeycomb Setting ist. Grid Setting könnt ihr euch vorstellen, wie, kennt ihr das Spiel 4 gewinnt? Einfach alle Steine in einem Grid, wie eine Tabelle eigentlich. Ja. Und honeycomb Setting ist wie so eine Blume oder halt so Honeycomb vom Bienenwabe. So, die sind alle ineinander. Ein Drittel mehr Steine, ein Drittel höherer Preis. Dafür glitzert es mehr. Man sieht es einfach mehr. On the pavé. Ich kann das gut erklären, oder? Wenn ich irgendwann mal, wenn man irgendwann mal in der Schule das Fach unterrichten muss, Diamantenkunde, ich komme. So, we start from the scribing, where is our the most hard part, the most difficult part of our... No joke, geistkrank Respekt. Sowas muss man über Jahre lernen. Der muss da ja per Hand mit einem Bohrer rein. Ein Millimeter, ja Millimeter ist schon viel, viel zu viel, aber sag ich mal ein bisschen mehr nach links ist der Durchbruch zum anderen Stein schon weg, also dann ist das verkackt. Der hat ja auch nur einen Versuch und das alles perfekt zu machen, also wirklich krass. Und der darf nicht zu tief reinbohren, der muss jedes Loch ja gleich groß machen. No sexual, das ist wirklich unfassbar. Where we have to plan exactly and very precisely where we have to put the stones in. Once we mark the places, once we mark the watch, where we want the stones, what kind of sizes of the stones we need. And then the process is it's easy, I can say, because you don't have to plan so much, you just repeat yourself. Stell euch mal vor, ihr macht das einfach den ganzen Tag, einfach nur Diamanten in die Masse rein. So after the marking we do the drillings and Driller Dance macht er. After that we open the holes. Guck mal, wie der da reinbohrt. And after we open the holes, we have to make. Also das war, glaube ich, nur zu Demonstrationszwecken normalerweise. Die bohren erst alle Löcher, aber die mussten halt die Uhr fertig machen, damit die rechtzeitig kommen und haben extra zwei rausgelassen, damit man da noch was reinsetzen kann. For each stone depends from the preference again of the customer. Does he want the stone to be held in 2 prongs or in 4 prongs? With the 4 prongs style, it's a lot more longer process where we have to clean the stuff with the prongs in between them and stuff. So, but with the 2-prong system, you know, it's a little bit more easier. And after we set all the stones, then it goes the cleaning, where we have to be very careful with it. Yeah. As we know, stainless steel, it's almost like a it's very hard to polish it off, you know. As long as you polish it, you still don't have that shine like in gold and stuff. Ey, wirklich krass. You know, but the diamond make it their job.
to give it a really good gleam. I'm an optical stone setter, which is that makes a difference. Hey, überleg mal, wie teuer wahrscheinlich auch diese Geräte sind oder so. Ich hau das jetzt mal raus. Ich weiß nicht, ob es für Gigi & Co. In Ordnung ist, aber die löten ihre Ketten jetzt nicht mehr. Angenommen, du holst eine Weißgoldkette. So ganz normale, einfach hier sowas. So eine kleine Kette, wo hier das P dran ist. Ja, ihr seht es jetzt gar nicht, weil es halt wirklich kurz ist, klein ist. Wenn so eine Kette kauft, wird die ja zum Beispiel gekürzt auf die Länge, die du haben willst. Und das wird normalerweise immer gelötet. Die haben sich eine Lasermaschine gekauft. Die hat einen anfänglichen fünfstelligen Betrag zum Beispiel gekostet. Also die investieren da krass. Da gibt es auch keine Faxen. So. Das ist wirklich heftig. Difference from the classical stone setters. The way I set the stones. Also ich weiß es halt, weil ich immer nachfrage und mich alles immer übertrieben interessiert. Deswegen, ja, ich bin sehr froh, dass ich da so einen coolen Partner habe. There can't be a mistake at all. Because we have everything under the microscope and we have to be on the highest quality. There is no excuse for us. The Santos, the Cartier Santos, it's a very pretty watch, very elegant, very simple. Where it doesn't allow you to manipulate so much with a setting, you know. You have to plan every single piece, every single stone. You have to plan it to be and to look very elegant, as so you don't ruin the concept of the watch. So to do that, we all. Leute sagen elegant und so denken. Ich weiß nicht, ob er weiß, wer ich bin, aber er denkt so, das holt sich irgend so ein eleganter Typ und dann sitzt hier so ein dummer 22-Jähriger mit blauem Pulli und Flex rum. Always have to go within the allowance of the design we have about the watch. You know, so I think he will be very pleased the way his watch is gonna look. He is. And I hope we have a good marks. Nachdem die Uhr dann wirklich mit unglaublicher Präzision besetzt und wieder zusammengebaut wurde, ging es für mich und die Uhr zurück nach Köln zur Auslieferung. Yes, sir. Was geht? Ich will kurz erklären, was für eine Uhr du dich jetzt entschieden hast und wie der ganze Prozess dann so für dich war. Ja, klar. Also wir haben hier eine Cartier Santos in Size M. Also die gibt es in M und XL. Ich glaube, das sind 38 und 41 mm. Ja, gut informiert. Kann auch sein, 37 oder so. und ich habe mich dazu entschieden, diese Uhr zu besetzen. Die gibt es mit weißem Blatt, die XL gibt es mit weißem und blauem Blatt. Und ich finde das auch eigentlich ganz nice. Ja, des Weiteren arbeite ich natürlich, wie ihr das vielleicht schon mitgenommen habt, mit Gigi & Co. Ach krass, jetzt muss ja auch Werbung. Ja, ist ja okay, ja. Zusammen. Und deswegen habe ich mich da gar nicht lange gefragt, bei wem ich die Uhr besetzen lasse. Ich wollte halt als Alternative zu der AP was haben, was ein Plains Ziffernblatt hat. Die Jungs meinten, dass sie das sehr gut hinbekommen und ich bin mehr als überrascht. Ey, das ist wirklich unfassbar nice geworden. Also es ist wirklich krass geworden. Und das ist eine Uhr, die halt einmal dadurch, dass das Ziffernblatt plain ist, etwas schlichter ist, aber auch dadurch, dass die was kleiner ist. Ich kann das jetzt mal so als Vergleich daneben anziehen. Man sieht halt deutlich, dass die AP ein bisschen größer ist als die Cartier. Finde ich aber doch sehr nice. Also ich bin nochmal zufrieden mit der Uhr. Ja, also ich unterbreche ihn gar nicht. Das hat er recht. Krass, die ist aber auch sehr leicht. Nice, vielen Dank. Sehr gerne. Viel Spaß mit der Uhr. Ja, danke. Ich bin auch gespannt zu sehen, was du da so berichtest und was man noch so lernen kann über Diamonds. Ja, ein sehr anderes Video geht zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet beim Zusehen genauso viel Spaß wie ich beim Produzieren. Es war sehr aufwendig. Ich würde mich über ein Like oder eure Meinung in den Kommentaren freuen. Komm, machen wir mal ein Like in die Masse rein. Ja, ein sehr informatives und interessantes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like da. Shoutout an Dave, checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab. Immer nice Videos. Dann sehen wir uns morgen wieder auf dem Hauptkanal. Macht's gut. Peace.